Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute auf der Hohen See zwischen Tallinn und Helsinki. Ihr seht das wunderbare Meer draußen, genießt die Wellen, das soll entspannen. Ihr habt auch das Geräusch einer Kreuz- und einer Seefahrt im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört meine Stimme laut genug. Mal gucken, was es in der Post-Production an Arbeit für mich gibt. Themen, die wir heute haben, sind Air France. Air France bringt ein Flugzeug mit einer verkleinerten Economy Class. Jetzt werdet ihr denken, hey, verkleinerte Economy Class heißt, die werden mehr Premium oder Business Class einbauen. Nein, die Sitze werden breiter, es werden einfach nur weniger Sitze auf derselben Fläche. Sehr coole Geschichte. Dann gibt es eine interessante und lustige Geschichte. Normalerweise macht Eurowings Wetlease für Lufthansa, jetzt macht Lufthansa Wetlease für Eurowings. Dann haben wir mit Best Western eine Promotion, wo ihr bis zu 50 Dollar, glaube ich, waren es, oder Euro sparen könnt, was euch einen Rabatt von 20% bringt. Dann haben wir einen Deal, nochmal einen Dealzone nach Bangkok mit der Lufthansa in der Buchungsklasse P. Geht übrigens auch über die Schweiz zu Routen mit der Swiss, aber da müsst ihr schnell sein, weil die Buchungszeiträume sind jetzt schon ab Juni und Juli. Wir haben dann nochmal einen Deal für unsere Kunden, die in Amerika Kreditkarten haben wollen. Marriott Bonvoy hat die Punkte aufgestockt, die man bei der Chase und bei der American Express bekommen kann. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Schlaft nicht ein, wenn ihr die Wellen im Hintergrund seht. Hat auch lange Arbeit gedauert, dass ich hier wirklich mein Licht richtig kriege, damit ich nicht zu dunkel werde mit dem überbelichteten Hintergrund. Nun gut, Kanalmitgliedschaft, denkt dran, und das T-Shirt des Vertrauens. Erstes Thema ist Air France und der A350. Und zwar heißt das Ding Aix-en-Provence. Der ich aus Aix-la-Chapelle komme, für die, die es nicht wissen, was es ist, ist Aachen, ist der 350-900er das Flugzeug, was nochmal das Premium-Profil der Air France stärken soll. Auf der AX hat man bekannt gegeben, dass man dort eine Business Class natürlich einbaut, und eine Economy Class und eine Premium Economy Class. Der Franzose spricht natürlich von Noblesse oblige, also das heißt, dass dort Adel verpflichtet, und man möchte halt ein Premium-Produkt liefern. Dieses Premium-Produkt ist so, dass man höchstens 292 Passagiere mitnehmen kann in den Fliegern. Wer die alten 350er kennt, alt in Anführungsstrichen, wird feststellen, dass diese wesentlich mehr Sitze haben. Aber das liegt daran, weil sie aus dem Projekt NON, oder wie die hießen, rausgegangen ist. Ja, das ist, wenn man böswillig ist, die Livery, die Lufthansa sich abgeguckt hat. Und war es Jon oder Non? Jon, glaube ich, war es. Jon. Ich weiß gar nicht, warum ich Non gesagt habe. Wahrscheinlich Non war das ein No-Go-Low-Cost-Carrier. War das Projekt, hat sich für die Air France ja nicht bewahrheitet. Deshalb lasst uns noch mal ein bisschen auf dieses Flugzeug anschauen. Das heißt also, die erste Maschine mit der neuen Innenausstattung ist die 21. von 41 Stück, die mit dieser kommt. Die erste Maschine wird im Juli starten. Das war auf der AIX so bekannt gegeben worden. Wichtig ist auch, dass die Business Class 34 Sitze hat. Wir haben dann eine Premium Economy mit 24 Sitzen und eine reguläre Economy Class mit 266 Sitzen. Macht zusammen 324. Heißt also 266 Sitze in der Maschine als Premium, als Economy-Sitze, die eine Art Premium sind, aber natürlich kein Premium-Economy. Der Schwerpunkt liegt dabei klar auf dem Begriff Premium, weil nämlich die Business Class im 350 in der neuen Geschichte auf 48 Sitze, 32 Sitze dann in der Premium Economy ist und dann 212 Sitze in der verkleinerten Economy Kabine. In der Business Class installiert Air France wesentlich geräumigere Sitzmodule, wie sie Passagiere schon aus den 12 777-300ERs fest kennen. Und das ist ein fast 2 Meter langes Bett. Also für alle, die länger sind, eine coole Geschichte. Man kann die Kabine auch übrigens schließen. Man hat dort Türen im Gegensatz zu anderen Premium Airlines, die man verbaut hat. Was haltet ihr davon, dass man den Platz in der Maschine vergrößert und dort wesentlich mehr Premium-Fokus legt? Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist toll, oder sagt ihr, naja, nur gut, der Franzose, da fliege ich leider nicht mit? Ich denke mal, dass vielleicht Fluggesellschaften dem Beispiel folgen werden.
Ein Beispiel, was auch lustig ist, ist das Thema Lufthansa, Eurowings und die Gruppe. Und ich bin leider immer noch nicht sorry dafür zu dem Video gekommen, Unterschiede Eurowings, Eurowings Discover oder was ist das überhaupt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass normalerweise die Eurowings irgendwie für die Lufthansa Wetlease fliegt. Und im Sommer ist es so, dass man Lufthansa-Flieger nimmt, die Wetlease fliegen. Eigentlich ist es ja so, dass man auf größere und neuere Jets Wert legt, aber die Lufthansa Cityline mit A319ern muss dort aushelfen. Eigentlich ist es so, dass man ja 6 A321ceos hat und im August die ersten von insgesamt 5 321er Neos bekommen soll. Das reicht allerdings nicht für die Sommernachfrage. Im Sommer ist natürlich immer eine sehr, sehr hohe Nachfrage, gerade nach warmen Wasserzielen. Und die Lufthansa hat damit diese Unterstützung am Standort Düsseldorf ab August den A319er, ich will nicht sagen freigestellt, aber man fliegt zumindest für die Eurowings. Und das zeigt natürlich auch, wie innerhalb der Gruppe damit argumentiert und gearbeitet wird, dass man die Flugzeuge so einsetzt, wie sie halt für die Marken in der Lufthansa-Gruppe am besten funktionieren. Spannend finde ich halt auch, dass man hier eine Art Wetlease fliegt. Ich hatte das, glaube ich, vor einem Monat schon gehört von jemandem, dass das so sein sollte, dass die Eurowings Wetlease Lufthansa und jetzt wieder zurück Lufthansa Wetlease macht oder Cityline. Und das ist halt eine spannende Geschichte. Interessant ist halt auch, dass man bei der Eurowings selber 30 aktive und einen nicht mal einen 319er mehr hat, denn die 319er hat man ja, glaube ich, auch weggegeben. War das nicht sogar an die Cityline? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube, das ist halt einfach nur lustig und zeigt, wie man heiteres Flugzeugtauschen in der Lufthansa-Flotte macht. An dieser Stelle dann nochmal für alle, die amerikanische Kreditkarten haben wollen und nochmal wirklich wissen wollen, da, wie man mit amerikanischen Kreditkarten viele, viele Punkte macht. Das ist der Sign-up-Bonus, aber auch dann die Punkte, die man bekommt. Lass uns hier mal kurz eintauchen und ihr seht das an dem Bild. Die Marriott Bonvoy Boundless-Karte von Chase gibt 125.000 Bonuspunkte beim Sign-up. Man muss bei der Karte, muss ich gerade mal kurz schauen, 50.000 gibt es einfach so und dann gibt es 75.000 nochmal on top, wenn man 3.000 Dollar umgesetzt hat innerhalb der ersten 6 Monate sogar. Das heißt also, man hat richtig Zeit. Dann gibt es noch die nächste Karte, die dort auch relativ cool ist. Das ist halt einfach die Bolt-Karte. Die ist ein bisschen kleiner von der Visa her, aber auch von der Chase herausgegeben. Und diese Karte gibt 50.000 und gibt 1.000 Dollar Umsatz nach 6 Monaten auch nochmal den Bonus, dass man auf 100.000 kommt. Was eine relativ coole Karte ist, ist die Bevy-Karte, wenn man keinen Status hat. Die gibt einem, glaube ich, den Gold, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt einem 6-fache Punkte von American Express, gibt 50.000 für den Hotel und dann gibt es 125.000 Punkte nochmal on top, nachdem man 5.000 in Umsätzen gemacht hat. Heißt also 175.000 Punkte in total. Wer keinen Status hat bei Marriott Bonvoy und möchte dort direkt durchstarten, kann den Platin-Status bekommen. Der Platin-Status gibt einem ja direkt Lounge-Zugang, kostenloses Frühstück, Suite-Upgrade und so weiter. Die gibt es ab Initio mit der Brilliant-Karte. Und die Brilliant-Karte gibt einem 50.000 Punkte, nachdem man auch in den Hotels übernachtet hat. 6 Stück, glaube ich, braucht man. So wie bei den anderen auch 50.000. Und dann bekommt man 150.000 Punkte nochmal on top nach 6 Monaten, wenn man 6.000 Dollar umgesetzt hat. Heißt also 200.000 Punkte. Relativ cool ist halt jetzt im Moment, dass diese Promotion bei American Express und bei Chase zusammen nochmal mehr Kunden bringen soll. Das ist halt der richtige Moment, um diese Karten einzusetzen und zu kaufen. Was gibt es als Fazit zu den Karten zu sagen? Schaut euch genau an, welche Karte für euch Sinn macht. Manchmal, wenn man den Status hat, macht die Bevy-Karte eher Sinn, weil sie einfach wesentlich billiger ist. Weil wir müssen uns mal die Preise anschauen. Ich glaube, 650 Dollar kostet die Brilliant. Das meine ich, dass ich das bezahle. Die Bevy ist wesentlich günstiger. Die liegt irgendwo bei, glaube ich, knapp 300. Ich muss das nochmal ganz genau nachschlagen, was die Karte kostet. Aber auch hier für euch natürlich nur als Hinweis, was man mit amerikanischen Karten alles machen kann. Dann haben wir nochmal die Best Western Reward
Bonusaktion, man kann $200 Travel Card kaufen. Das heißt also, man kauft im Prinzip ein Guthaben, so wie es bei Hyatt oder bei anderen ist, und bekommt dann nochmal 25% on top. Das wären in dem Fall dann $50. Das Ganze kann man bis zum 18. Juni machen, und zwar ganze 5 Mal, dass man also wirklich maximal $1,200 ist. Es richtig? Nee, Quatsch, 5 Mal sind $1,000. Kann den Busen kann. $1,000 und bekommt dann nochmal die $250 on top. Richtig spannend ist es auch, dass dieses einmal natürlich auch als Punkte zählt, also wie Bargeld. Ihr kriegt genau dieselben Best Western Vorteile wie sonst auch. Da gibt es keine Probleme, Sorgen, Ängste oder Nöte. Ist halt eine coole Geschichte, um das Ganze dann nochmal einzubauen. Als letzten Deal haben wir für euch natürlich noch einen Dealzone-Deal. Und den gebe ich euch auch. Fangen wir einfach an mit der Karte. Etwas rumgeklicke auf dem Feld. Hier einmal wieder mein Bild in die Ecke. Da seht ihr das auch schon in der Buchungsklasse P. Relativ schnell zu buchen, das Ticket, weil die ersten Verfügbarkeiten sind schon Ende Juni und dann Anfang Juli und August mit dem Return. Buchungsklasse P leider nur 100%. Aber ihr seht ja bei dem Preis, der dort aufgerufen wird, ist das schon eine relativ coole Sache. 17.000 Meilen, 554, wenn man von Stockholm fliegt. Man kann das Ganze auch von Göteborg starten, wenn man möchte. Dann sind das immerhin auch nochmal 12.000 Punkte. Wobei ich jetzt gerade irritiert bin. Dass man sieht es hier auf der Karte, wie viel Unterschied dann da ist. Und dann natürlich nach Bangkok. Punktemäßig macht es keinen Unterschied, weil es Buchungsklasse P ist und es sind feste Meilen. Innereuropäisch in dem Segment, weil man ja nicht über die 1500 kommt, gibt dann bei der China 20.442, 15.876 bei Singapur, bei der Copa und bei anderen, Latam, Thai, und ihr seht es ja auch hier bei der United nochmal, 12.700 bei der Lufthansa, also 12.682 gibt bei der SAS genau dieselben Meilen. Bei Lufthansa kommt natürlich noch der Executive Bonus dazu. Ihr seht die anderen Meilen, da haben wir noch einige mit Nullern. Air New Zealand ist die beruhigende Kontinuität, dass man dort dann auch 0 Meilen hat. Aber schaut nach, ihr wisst ja selber, dass das mit dem Umsatz zusammenhängt. Dann sind wir auch schon durch mit der heutigen Sendung. Eine schnelle Sendung mit 12 Minuten und ein bisschen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch ein Like dazulassen. Ganz, ganz wichtig ist, unten zu kommentieren und auch Kanalmitgliedschaft. T-Shirt, wer T-Shirt haben will. Gestern hatten sich auch 3 Leute gemeldet bezüglich des T-Shirts. Im Moment ist noch Zeit, das zu tun. Genießt noch so ein bisschen die Seefahrt im Hintergrund. Hat was Beruhigendes. Und ich sage dann einfach mal Tschüss an dieser Stelle und bedanke mich und wieder viel Spaß. Morgen werden wir mit Mario wieder die Sendung machen und dann werde ich mal gucken, wo wir dort landen. Beim nächsten Mal werde ich auch vielleicht einen Platz aussuchen, der nicht neben der Toilette ist, wo man die Toilettentür immer zuklappen gehen wird. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Man hat halt den beruhigenden Blick aufs Meer. Also danke euch, bis dann und ciao.